Ja, meine Damen und Herren, ich kriege schon manchmal die Frage zu hören, was kostet uns eigentlich ein QM-System? Und da bin ich oft ganz ehrlich, da zucke ich auch schon mal zusammen, weil ich würde mir eigentlich viel lieber die Frage anhören wollen, was kostet uns eigentlich, wenn wir kein QM-System hätten? Denn sagen wir auch mal ganz ehrlich, wenn Sie mal in die Norm 9001 reinschauen und in die damit verbundenen Anforderungen, dann sind das eigentlich alles Dinge, die wir ohnehin tun würden, wenn wir einigermaßen vernünftig unser Geschäft aufziehen würden. Ja, also da geht es ja um Dinge wie, ich muss eine Strategie entwickeln, ich muss eine Politik haben, daraus Ziele ableiten, ich muss die Ziele ja irgendwie mit Ressourcen unterstützen, muss das auch planen, bevor ich etwas tue, ja, muss dann in irgendeiner Form auch andere Ressourcen bereitstellen, wie Personal, Infrastruktur, Arbeitsumgebung, muss dann auch schauen, wie das Ganze im Betrieb auch wirklich durchgeführt wird, braucht dafür auch so Add-ons wie Prüfmittel auch, ne? Muss ein bisschen Lieferanten bewerten, gucken auch, wie der Kunde mich bezüglich seiner Zufriedenheit bewertet, muss am Ende auch schauen, was rauskommt und muss auch irgendwie Möglichkeiten zur Verbesserung suchen, um letztendlich die Kundenzufriedenheit irgendwie zu erhöhen und damit meine Stellung im Markt zu behaupten. All das beschreibt letztlich die Norm mit bestimmten kleinen oder größeren Anforderungen. Das heißt, das würden wir ohnehin tun. Ja. Das, was vielleicht zusätzlich noch Kosten verursacht, wenn es darum geht, dieses QM-System auch zertifizieren zu lassen, ja, das ist eigentlich sehr überschaubar. Und da kommen Sie wahrscheinlich selbst schnell drauf. Also das sind zum Beispiel die Zertifizierungskosten selbst. Also ja, wenn ich jetzt zum Beispiel QMB wäre, Qualitätsmanagementbeauftragter, dann habe ich ja oft mit dem externen Auditor oder auch der Zertifizierungsgesellschaft zu tun. Haben Sie keinen QMB zum Beispiel, müssen Sie es vielleicht selber machen als oberste Leitung, ja. Aber da fallen Kosten an, ja, zum Beispiel Beratungskosten auch, aber vor allen Dingen natürlich die Durchführung der externen Audits. Jetzt kommt ja in einem kleinen Unternehmen vielleicht ein, zwei, maximal 3 Tage im Jahr rein. Rechnen Sie mal so Tagessatz ungefähr so 1000 Euro, dann ist das sehr überschaubar. In einem Großunternehmen kann auch schon mal sein, dass da 2 Auditoren jeweils 10 Tage bei einem Unternehmen sind. Da haben schon 20 Mann Tage, da wird es ein bisschen mehr. Ja. Zusätzlich könnte man vielleicht noch sagen, brauchen Sie auch Kosten für die Ausbildung interner Auditoren? Sie wissen ja, eine Normforderung ist, dass Sie auch ein internes Auditierungssystem aufbauen. In der kleinen Gesellschaft haben Sie vielleicht nur einen Auditor, manchmal ist das QMB sogar in Eigenregie. In der großen Gesellschaft haben Sie auch schon mal 10, 12, 15 interne Auditoren, die Sie dann Offhouse oder Inhouse oft halt qualifizieren lassen, damit die erstmal wissen, was ein Audit ist, wie man da vorgeht und auch und. Ja, und die Kosten fallen vielleicht als Schulungskosten nochmal an. Und vielleicht zu guter Letzt noch, denken Sie daran, wir haben ja Normen, die werden auch bestimmten Abständen aktualisiert. In der Regel vom Beuth Verlag kann man die beziehen, die 9000, ja, die 9001 und die 9004. Das sind so diese drei 9000er Normen, die Sie da normalerweise auf dem Laufwerk liegen haben. Dafür zahlen Sie halt beim Beuth Verlag so einen kleinen Obolus. Und Sie wollen auch Sorge tragen, dass nicht nur der QMB diese Norm erfährt und die Auditoren, sondern auch Sie als oberste Leitung und natürlich auch alle anderen, die auch auditiert werden. Und dafür müssen Sie jährlich so ein bisschen was abdrücken, das ist aber auch sehr überschaubar. Also das sind eigentlich die zusätzlichen Kosten, die Sie da eventuell noch haben, wenn Sie ein QM-System zertifizieren lassen wollen. Das, was Sie aber dadurch natürlich sparen auch, ja, wenn Sie mal bedenken, dass Sie in viele Branchen überhaupt nicht reinkommen, auch nicht annähernd, wenn Sie nicht so ein Zertifikat haben. Ja, dann wissen Sie, dass Sie eigentlich normalerweise mit einem QM-System viel, viel mehr sparen, als Sie eventuell ausgeben. Ja. Denken Sie nochmal dran, die Norm schaut auch sehr stark auf den Präventivcharakter. Also Prävention geht vor Reaktionen. Und Sie kennen vielleicht von der Kostenaufteilung her sogenannte Fehlervermeidungskosten. Das sind so die guten Kosten. Auch das, was wir gerade miteinander machen, sind Fehlervermeidungskosten. Und es gibt sogenannte Fehlerkosten, interne und externe. Die externen Fehlerkosten sind diejenigen, die besonders schlimm sind, weil wenn beim Kunden vor Ort schon eventuell schlechte Ware auftaucht, die von Ihnen herrührt, dann sind nicht nur Kosten da, ne, zur Reparatur, Nacharbeit oder, sondern auch noch Imageverluste, die auch wiederum Geld kosten. Wenn Sie intern schon rechtzeitig etwas noch bemerken, haben Sie zwar auch Kosten, aber zumindest keine Imageverluste. Und was ist die Idee vom modernen Qualitätsmanagement? Ja, die Idee ist, dass Sie die Fehlervermeidungskosten, wo Sie heute vielleicht so viel ausgeben, deutlich mehr erhöhen, ja. Prävention, Vorbeugung, Planung. Ja, und wenn Sie das einigermaßen gut und sinnvoll machen, auch wenn Sie nachher bei den Fehlerkosten so viel weniger haben. Und das Gap aus beiden ist dann Ihr Gewinn. Ja? Also Erhöhung der Fehlervermeidungskosten, ja, und größere Reduzierung der Fehlerkosten auch. Und das Delta davon ist letztendlich nachher Ihr Gewinn. Das heißt, ein QM-System ist immer auch dafür da, letztendlich Ihre Wirtschaftlichkeit, Ihre Rentabilität zu erhöhen. Da steht zwar nirgendwo in der Norm drin, was von Wirtschaftlichkeit, wenn man die einzelnen Normforderungen sich anschaut, ja, wird man sagen, wenn ich das alles nicht täte, habe
habe ich deutlich mehr Risiken, deutlich mehr Geld ausgeben zu müssen. Ja, also das, was Sie da eigentlich investieren, ja, ist eigentlich ein Bruchteil zu dem, was Sie nachher gewinnen, wenn Sie Ihr QM-System einigermaßen vernünftig betreiben. Ja, das vielleicht kurz zum Thema Kosten eines QM-Systems.